ob ich heute mit FC Bayern München gegen der Weltklasse KI FC Kopenhagen eine Chance habe. Los geht's. Oh, er hatte direkt die erste Chance und das war ganz knapp. Jetzt wieder die Bayern. Niemand da? Musiala mit dem Steilpass. Davis. Und Chance zur Führung. Ja! Er pfeift das Foul nicht ab, sondern unaufmerksam. Das könnte es sein. Oh, die macht er aber auch sensationell. Ich muss mich ranhalten. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ja, Gott, es wird brenzlig. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Ah, schön, Musiala. Ja, schön, schön, schön. Jamal Musiala ist das. Ja. Ist es ja. Das? Ui. Was für ein Tor. Ah, ja, der hätte eigentlich rankommen können. Ah, zu lange. Oh, der Ballgewinn. Thomas Müller. Müller direkt eingewechselt und schon eine Chance hier. Sie wechseln. Ah, jetzt sieht man sie nicht durch den, durch die Einwechslung. Das finde ich immer schade. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Da kommt dazu. Das meine ich, das Vorliegen. Das habe ich so im 23er nicht gesehen. Also beim FIFA. Das ist neu, glaube ich. Wirklich cool. Harry Kane. So, Kane, geh mal durch. Ah. Und er gewinnt den Zweikampf. Er versucht. Oh, Latte. Sehr viel Glück. Sehr viel. Oh, stark gemacht von Ulreich. Wow, wow, wow. Ja, da kann er sich auch loben für. Ja, da muss er erstmal tief einatmen. So. Okay. Ja, er macht nochmal hier, er zeigt an. Nach vorn. Oh, den hast du nicht. Oh, er springt noch, aber 2:2. Oh, und die Annahme, ja. Sieht auch so, so cool animiert aus und der Sprung, Wahnsinn. Und. Der Tor war da nicht gefordert. Nee, so richtig. Heimvorteil. Eine gute Chance auch. War das eben. Sehen wir hier nochmal. Jetzt sieht man hier die Chance von Sané nochmal, wie das da ans Außennetz der Ball trifft und ja, das ist wirklich auch eine Neufunktion, glaube ich. Habe ich bei FIFA 23 so nicht gesehen, dass man die Pause auch nutzt, um dann mal so eine Szene nochmal einzuspielen, ob eine starke Chance oder ein Tor. Das ist sehr stimmungsvoll. Bayern greifen nochmal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Ja, 90 Minuten vielleicht sind gewesen, vorbei. Ist alle, aber es ist vorbei, Leute. 2:2. Also es wird, glaube ich, wirklich spannend. Mit etwas Glück vielleicht kann sogar Kopenhagen ja, den Bayern wirklich gefährlich werden. Jetzt mit 2:2.